Die DHV-News vom 15. Februar 2019. EU-Parlament, Resolution zu Cannabis als Medizin. Sachsen, AfD und Grüne zu Cannabis-Legalisierung. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Diesmal habe ich gleich drei Vorbemerkungen. Das dauert jetzt 2-3 Minütchen. Wer diese Wundertüte an Themen mit Überraschungsinhalten überspringen will, kann ja im ersten Kommentar unter dem Video gleich mit den Sprungmarken in die bekannten Themen reinspringen. Und damit fange ich an. Erstmal nochmal mit einem kleinen Rückblick zur WHO. Da habe ich ja letzte Woche diesen Beschluss der WHO, die Empfehlung der WHO an die UN berichtet, erklärt und so weiter, dass Cannabis jetzt da umgestuft werden soll, raus aus der Hardcore-Kategorie, wo auch Heroin drin ist, und in andere verbotene Drogenkategorien und so. Wer das nochmal genauer wissen will, guckt sich die Sendung von letzter Woche an. Aber eine Frage, die immer wieder aufgetaucht ist, die habe ich letzte Woche nicht erklärt, nämlich, wo wird denn bei diesen ganzen Verträgen bitteschön Alkohol eingestuft? Das will ich gerne noch beantworten, die Frage ist ja naheliegend. Alkohol ist da natürlich nicht drin, weil Alkohol ist ja keine Droge, Alkohol ist ja Alkohol. Die WHO sagt zwar jede Menge zum Thema Alkohol, ich habe da auch mal wieder einen Link in die Videobeschreibung gesetzt, was die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, alles zu Alkohol zu sagen hat. Aber eine Empfehlung der WHO, Alkohol jetzt auch zu verbieten und in diese Drogenverbotsverträge mit reinzunehmen, die gibt es natürlich nicht. Und das zeigt eben auch, wie dass das Ganze, diese ganze Einordnung eigentlich nichts mit der Gefährlichkeit der Drogen zu tun hat, sondern andere Gründe hat, warum was verboten ist oder auch nicht verboten ist. Genau das Gleiche wie bei uns in Deutschland. Das nächste Thema in den Vorbemerkungen, ein kleiner Hinweis auf eine Live-Sendung, die wir diese Woche auf Facebook gemacht haben. Auch den Link der Aufzeichnung werfe ich in die Videobeschreibung. Wer da nochmal irgendwie eine Stunde, glaube ich, haben wir gemacht, Frage und Antwort zu allen möglichen Themen sich nochmal angucken will. Das werden wir auch öfter machen in nächster Zeit, und zwar nicht nur auf Facebook, sondern auch abwechselnd auch auf unseren anderen Kanälen. Auf Insta, auch mal hier auf YouTube wollen wir auch mal einen Livestream machen, wo ihr dann sofort eure Fragen reinwerfen könnt. Also am besten abonniert ihr alle unsere Kanäle. Geht mal auf Facebook, Twitter, Instagram, sucht da nach Handverband, da findet ihr uns schon, und einmal abonnieren und so weiter. Wo ich da gerade dabei bin, abonniert auch diesen Kanal hier, unseren YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist wichtig für uns. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Das erhöht die Reichweite und auch unser Gewicht bei allen möglichen anderen Playern, bei Politikern und so weiter. Das ist schön, wenn wir da hohe Zahlen haben. Freut uns und bringt auch in der Hinsicht was. Letzter Punkt in den Vorbemerkungen ist ein Hinweis auf eine Debatte im RBB hier. Berliner Thema. Die CBD-Blüten, die hier in den Spätis beschlagnahmt worden sind, waren Thema, und zu Gast waren die Jungs von Bunte Blüte, die das vertreiben hier an die Spätis, eine Berliner Firma, Start-up. Und der Fraktionsgeschäftsführer der Berliner CDU war in der Sendung. Und der hat in der Sendung auch zugegeben, dass er schon mal gekifft hat. Und trotzdem ist er natürlich hardcore gegen Cannabis und will weiter verfolgen und so weiter. Finde ich immer ulkig, wenn Leute selber der lebende Beweis dafür sind, dass das Verbot niemanden vom Konsum abhält. Nicht mal irgendwie CDU-Recken, und trotzdem wollen sie verbieten. Die Jungs von der Bunten Blüte haben einen guten Job gemacht, finde ich. Schön argumentiert und so. Der Link ist unter dem Video, wer sich das nochmal genauer angucken will. Ausschnitte davon habe ich für diese Sendung hier jetzt nicht vorbereitet. Aber es gibt noch Ausschnitte am Ende der Sendung mit unter anderem einem spektakulären AfD-Zitat. Also weiter dranbleiben. Erstmal komme ich aber jetzt zum ersten richtigen, echten Thema hier in der Sendung mit einer eigenen Überschrift und so. EU-Parlament, Resolution zu Cannabis als Medizin. Das ist diese Woche eine spannende Debatte gewesen im EU-Parlament. Da wurde eine Resolution verabschiedet. Also genau genommen hieß das Ding Entschließungsantrag, kommt aber ungefähr aufs Gleiche raus. Da geht es nicht um ein Gesetz, sondern quasi eine Stellungnahme. Da wird die Kommission aufgefordert, was zu tun, und die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, was zu tun. Und in dem Fall hört sich das erstmal so an, als wären sie für eine völlig neue Einordnung von Cannabis als Medizin, der Anerkennung von Cannabis als Medizin. Es werden auch verschiedene Krankheiten genannt, wo man sagt, ja, da hilft wohl Cannabis dagegen.
Aber letztendlich bleibt von der ganzen Sache nicht viel übrig. In dem Entwurf, der da vorlag, waren Hanfblüten überhaupt nicht genannt. Und deswegen haben die Linken, die Grünen mit Unterstützung von Linken und Sozialdemokraten noch einen Änderungsantrag eingebracht und wollten da eben die Blüten auch mit reinbringen, dass das auch eben eine anerkannte Medizin ist. Wir vom Hanfverband haben auch etliche EU-Parlamentarier angemeldet, haben ihnen nochmal die Vorzüge der Blüten erklärt, warum es auch wichtig ist, dass die auch im Angebot gibt. Ist dann knapp gewesen, die Abstimmung, aber der Antrag ist abgelehnt worden. Das Ganze also in der ursprünglichen Fassung abgestimmt, durchgebracht worden. Und da bleibt eben nicht viel übrig, praktisch nichts, außer dass das EU-Parlament sagt, die Ärzte sollten die Therapiehoheit haben, die Ärzte sollten entscheiden, wer mit Cannabis als Medizin behandelt wird und dann sollten die Krankenkassen auch immer bezahlen. Der Witz bei der Sache ist bloß, dass die nur von diesen Medikamenten sprechen, die die üblichen Pharmastudien gemacht haben, die übliche Pharmazulassung mit sehr teuren Studien dahinter und so weiter. Und das gibt es überhaupt nicht bei Cannabis als Medizin, außer für Sativex, dieses Mundspray und da auch nur für Multiple Sklerose. Also bis auf dieses eine Produkt für diese eine Krankheit gibt es überhaupt keine zugelassenen Cannabis-Medikamente. Deswegen gibt es ja auch in Deutschland dieses Extra-Cannabis-Gesetz, damit man das eben trotzdem hinkriegt, die Patienten zu versorgen. Insofern ist das Ganze eine komplette Nullnummer, zumal Sativex sowieso in der ganzen EU legal ist und in der ganzen EU oder in vielen Ländern der EU auch andere Cannabispräparate zur Verfügung stehen, von Dronabinol über Extrakte bis hin zu den Blüten, gerade bei uns in Deutschland eben auch. Und da geht dieser Entschließungsantrag des EU-Parlaments jetzt völlig an der Realität vorbei und hat im Prinzip überhaupt keine Auswirkungen. Zum nächsten Thema, das wird kürzer. Es gibt Neues vom Zahlensalat aus den USA, nämlich die Steuereinnahmen für 2018 sind zum ersten Mal über 1 Milliarde US-Dollar gestiegen, die also nur durch die Versteuerung von Cannabisverkäufen zustande gekommen sind. Und das sind 57% mehr als 2017, eine satte Steigerung, die vor allen Dingen dadurch zustande kommt, dass insbesondere Kalifornien, aber auch ein paar kleinere US-Staaten eben jetzt dazugekommen sind mit einem legalen Cannabisverkauf. Und die Studie sagt auch, wenn in den ganzen USA Cannabis legal wäre, dann wäre mit Steuereinnahmen von knapp 12 Milliarden Dollar zu rechnen. Ja, in diese Richtung werden die USA wohl weiter marschieren. Jetzt nochmal zwei Bundeslandgeschichten. Zuerst Schleswig-Holstein. Da gibt es eine Tradition quasi. Da werden immer cannabispolitisch fortschrittliche Koalitionsverträge verabschiedet. Und dann werden sie ignoriert. Das hatten wir in der vorletzten Legislaturperiode schon. Jetzt ist es auch wieder ein bisschen so. Im Koalitionsvertrag der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein steht nämlich drin, man will prüfen, ob Schleswig-Holstein Cannabis-Modellprojekte machen kann. Und jetzt hat der SSW, der, ich glaube, Südschleswigsche Wählerverband oder so ähnlich, da nachgehakt. Die sind also auch für die Legalisierung jetzt gerade. Ich glaube, früher waren die auch mal dagegen. Aber jetzt sind sie gerade wieder dahinterher und haben halt nachgehakt und gesagt, wieso passiert da nichts mit den Modellprojekten und so. Das ist jetzt 19 Monate her mit dem Koalitionsvertrag und man hört nichts davon. Die Landesregierung hat dann gekontert, hat gesagt, ja, wir haben geprüft, aber geht halt nicht. Wir haben außerdem gesagt, sie haben im Bundesrat auch die Initiative unterstützt, dass man diese Cannabis-Modellprojekte rechtlich klarstellt im Betäubungsmittelgesetz, dass die dann also auf jeden Fall gemacht werden können. Jetzt im Moment ist ja so ein bisschen unklar, sagen die Juristen unterschiedliche Sachen dazu, ob das nach jetziger Gesetzeslage möglich ist oder nicht. Sie sagen, sie haben sich dann dafür eingesetzt, dass es dazu gestimmt quasi beim Antrag aus Bremen, dass das gemacht werden kann und das wurde abgelehnt. Damit war die Sache für Schleswig-Holstein halt erledigt. Das kritisiert der SSW in Schleswig-Holstein. Und da kann man nur sagen, Schleswig-Holstein sollte sich da mal ein Beispiel an Berlin nehmen. Hier wird nämlich richtig Geld in die Hand genommen. Es wird ein ganz konkreter Antrag vorbereitet. Da liefen jetzt gerade die Konsumentenbefragungen als erster Schritt. Wie stellen sich die Konsumenten so eine Abgabestelle vor, die da eingerichtet werden soll, damit die auch angenommen wird dann eben vom Konzept her und so. Und die wollen also, sind fest entschlossen, einen Antrag zu schreiben und abzuschicken. Unabhängig davon, wie wahrscheinlich jetzt die Genehmigung letztendlich ist. Und das finde ich gut, weil das erhöht ja auch den Druck auf die Bundesebene, da endlich was zu tun und dass da wirklich bald vielleicht mal so eine Genehmigung kommen kann.
Aber im Berliner Koalitionsvertrag steht eben nicht, wir prüfen das, sondern wir machen das. Das ist natürlich ein entscheidender Unterschied. So, jetzt aber zu meinen Videoschnipseln. Der MDR hat nämlich einen sehr schönen Showdown inszeniert sozusagen und hat nochmal nachgefragt bei Politikern, was sie zur Cannabis-Legalisierung halten, und die beiden Enden des Spektrums bei dem Thema quasi sich gegriffen. Der grüne Fraktionsvorsitzende im Landtag Sachsen, Volkmar Zschocke, macht hier den Anfang mit meinem ersten Ausschnitt. Ich bin davon überzeugt, dass eine kontrollierte, staatlich kontrollierte Abgabe, zum Beispiel in Drogenfachgeschäften, ein sehr wichtiger Beitrag wäre, den Kinder- und Jugendschutz konsequent durchzusetzen. Momentan haben wir einen unkontrollierten Schwarzmarkt. Ja, so weit, so schön. Aber jetzt kommt die spektakulärste Stelle in den DHV-News für diese Woche. Haltet euch fest, guckt euch das an, was André Wendt, der sozialpolitische Sprecher der AfD-Fraktion in Sachsen, zum Thema Legalisierung zu sagen hat. Für Erwachsene gelten ohnehin andere Regeln. Auch in Deutschland ist eine unvernünftige Lebensweise nicht strafbar. Wenn Rauchen erlaubt ist oder Rasen auf der Autobahn, warum nicht auch Cannabis? So kann man an die Frage auch nicht herangehen. Denn die Frage ist tatsächlich, führt die Fahrt mit 240 km/h zwangsläufig zum Tod auf der Autobahn oder zu einer Erkrankung? Das macht es zwangsläufig nicht, aber der Konsum von Cannabis schon. Und das ist nachgewiesen worden und das kann man nachweisen. Und deshalb sind wir logischerweise strikt dagegen. Ja, Cannabiskonsum führt zwangsläufig zum Tod oder zu Erkrankung. Das ist nachgewiesen. Unglaublich. Niemand hat je davon gehört. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten der das nachgewiesen hat. Ganz im Gegenteil ist es ja so, dass man von Cannabis gar nicht sterben kann. Krank werden kann man natürlich, aber man kann auch nicht krank werden von Cannabis. Jedenfalls kann man nicht sterben, aber man kann auf jeden Fall von einer 250 km/h Fahrt auf der Autobahn sterben. Das ist nachgewiesen. Interessant auch, was der Landespolizeipräsident von Sachsen, der Horst Kretschmar, dazu zu sagen hat. Komische TZ-Namen in Sachsen. Guckt euch den Polizeipräsidenten an. Ich glaube, der Schwerpunkt unserer Arbeit bei der Polizei geht doch weniger an die Konsumenten, sondern eher an die Händler, an den illegalen Handel und an den Wirtschaftsfaktor, den sich da Kriminelle erschließen. Und da legen wir auch den Schwerpunkt darauf. Es ist natürlich deutlich schwieriger, denen habhaft zu werden als dem Konsumenten. Das gebe ich Ihnen natürlich recht. Bei Brennpunktkontrollen in der Dresdner Neustadt war vergangenes Jahr nur jeder neunte Tatverdächtige ein Händler. Der weitaus größere Teil betraf Konsumenten. Ja, auch sehr schön, wie der MDR da mit dem Kuchendiagramm gekontert hat. Nein, wir jagen ja gar nicht die Konsumenten. Ja, sind nur 90% der Verfahren gegen Konsumenten. So viel zum Landespolizeipräsidenten. Und ganz zum Schluss nochmal der Grüne von eben. Die Strafverfolgung von Cannabis ist in der Tat gescheitert. Zudem verursacht sie enorme Kosten bei Polizei und Justiz. Es gibt ein aktuelles Gutachten, das geht davon aus, dass allein bei der Polizei durch die Cannabisverfolgung Kosten von 1,1 Milliarden entstehen im gesamten Bundesgebiet. Ja, und das ist natürlich wieder ein Highlight für uns als DHV, weil er bezieht sich da mit den 1,1 Milliarden Kosten für die Polizei, für die Ausgaben für Repression auf unsere HauCap-Studie vom Handverband über die Kosten der Cannabis-Prohibition. Die Studie hänge ich euch nochmal an. Er hat den DHV jetzt zwar nicht konkret genannt, aber das war genau der Sinn der Sache. Diese Studie haben wir ja mit euren Spendengeldern von 2017 finanziert. Und das war genau der Sinn der Sache, dass das immer wieder Eingang findet in die Debatte, den Legalisern sozusagen Munition bietet, dass wir endlich mal Zahlen haben, belastbare Zahlen, was uns als Steuerzahler diese ganze sinnlose Repression eigentlich kostet. Sehr schön. Und damit komme ich zu den Terminen. Und wir haben zweimal Bochum heute dabei und ich sage immer Bochum. Ich glaube, letztens in der Sendung habe ich mal ständig irgendwas mit Bochum und Dortmund verwechselt. Also Dortmund kommt heute überhaupt nicht vor, nur Bochum, und damit fange ich an. Infostand der DHV-Ortsgruppe Bochum, Samstag, 16. Februar. Dann kommt in Stuttgart das Grillfest der DHV-Ortsgruppe am Sonntag, den 17. Februar. In Mönchengladbach trifft sich die DHV-Ortsgruppe am 18. Februar. Und jetzt mal eine andere Veranstaltung in München, und zwar eine öffentliche Veranstaltung zu Cannabis der Bayerischen Akademie für Suchtfragen in Forschung und Praxis. Das Interessante daran
ist, dass da der Referent Dr. Peter Krämer-Schäffer dabei ist, ein leitender Mensch in der Bundesopiumstelle. Also er leitet die Bundesopiumstelle, eine Abteilung des BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel. Also das ist auf jeden Fall ein spannender Referent. Da würde ich auch hingehen, wenn ich in München wäre oder Umgebung. Und es sind auch Leute von der DAV-Ortsgruppe da vor Ort. In Heidelberg trifft sich die DAV-Ortsgruppe Rhein-Neckar am Dienstag, den 19. Februar. In Berlin trifft sich die Ortsgruppe Berlin Mittwoch, 20. Februar. In Hamburg trifft sich die Gruppe in Hamburg am Dienstag, 26. Februar. Und jetzt nochmal am Ende, nochmal Bochum. Offenes Treffen der DAV-Ortsgruppe Bochum, Dienstag, 26. Februar. Ich glaube, ich habe keine Städtenamen verwechselt und bitte euch, dieses Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.